Hallo und Servus zu den Heimatgeschichten aus Scheiern. Wir sind heute zu Besuch bei der Michaela Trost-Linder in ihrem mobilen Federengel-Verkaufswagen. Michaela, was sind Federengel? Federengel, wie der Name sagt, Engel aus Federn. Die stelle ich schon ganz viele Jahre her, hat eine ganz, ganz lange Tradition. Und hier im Verkaufswagen sitzen wir jetzt das erste Jahr. Der ist ganz neu, weil ich seit letztem Jahr auch angefangen habe, abseits der Weihnachtsmärkte im Sommer meine Engelchen zu verkaufen. Das heißt, normalerweise warst du nur auf den Weihnachtsmärkten unterwegs? Genau, bis Corona war es nur das Weihnachtsmarktgeschäft und dann war eine Zeit zum Umdenken da danach, wie es weitergeht und was ich dann tue. Und da kam eben diese Idee, diese Leichtigkeit, die brauchen wir das ganze Jahr und die brauchen wir auch immer. Mhm. Und warum nur fokussiert auf Weihnachten, wenn man das ganze Jahr bitter nötig hat. Und wo geht es dann als nächstes hin mit diesem Wagen? Mit dem Wagen geht es tatsächlich als nächstes auf die Jakobi-Duld in München. Dann sehen wir uns. Ja, genau. Freue ich mich sehr darauf. Es ist die erste Duld in München mit dem Wagen und ich bin ganz gespannt. Ja. Erzähl uns doch mal, wie deine Federengel, aus was bestehen die und was gibt es da alles für verschiedene Sorten, weil die schauen ja nicht alle gleich aus. Nein. Also ich habe jetzt da hauptsächlich diese Daunenengelchen, das sind ganz, ganz feine Daunen, die ich jetzt, wie gesagt, speziell für den Sommer angefangen habe zu färben, damit es einfach mal was anderes, was Neues, bisschen frischer und bisschen Farbe wieder ins Leben bringt. Ja. Das sind die Daunen und dann gibt es die anderen, die kleinen jetzt hier zum Beispiel. Ja. Das sind jetzt Gänsefedern. Und an der Leuchte vorne, da hängen so die Klassiker ganz vorne, dieser große Federengel. Und den gibt es mit ganz vielen unterschiedlichen Accessoires. Das sind auch Gänsefedern. Und da gibt es also Berufsgruppen ganz viele, also ob für einen Arzt oder für ein Schulkind oder zur Geburt, zur Taufe. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie viele es gibt, weil das jedes Jahr wächst und zwar durch die Kundenwünsche. Also gar nicht so oft, dass ich jetzt sage, ich muss unbedingt einen haben, sondern dass ich viele Kunden habe, die sagen, Mensch, ich möchte meiner Freundin, die ist Yoga-Lehrerin, ich möchte ihr was schenken, hast du was? Und dann, wenn ich nichts habe, gehe ich in mich und überlege, wie könnte man diesen Engel gestalten? Und dann entsteht ein neuer Engel. Und so wächst es immer mehr. Und mittlerweile sind es von den klassischen Federengeln mit den Accessoires über 400 verschiedene Teile, die ich da habe. Wahnsinn, spannend. Ja. Jetzt wollen wir natürlich nicht nur das fertige Produkt sehen, sondern mich interessiert es auch immer total, wie man denn da überhaupt hinkommt, wie du deine Federengel herstellst. Wir dürfen gleich gemeinsam mit dir in die Werkstatt schauen. Mhm, sehr gerne. Vorher machen wir noch eine ganz kurze Pause. Bis gleich. Willkommen zurück zu den Heimatgeschichten. Wir sind heute in Scheiern in der Engelswerkstatt von Michaela Trost-Linder. Michaela, wie lange dauert es denn, bis so ein Federengel jetzt so ein Standardmodell, sage ich jetzt mal, fertig ist? Und wie gehst du da vor? Aus was für Teilen besteht der? Die Zeit, das ist eine ganz häufige Frage, kann ich so nicht beantworten. Ich zeige dir gleich, warum, weil ich einfach ganz viel abhängig davon bin, was die Natur mir so bietet, wie die Feder ausschaut, wie der Holzspan ausschaut. Und da ist so viel Verschiedenes dabei, dass ich nicht sagen kann, das dauert jetzt genau 2 Minuten, das dauert 5 Minuten oder das dauert 10. Ich zeige dir, warum. Sehr gerne. Ich fange an. Alle Engel, die ich verkaufe, sind diese Holzköpfchen, die ich selber bemale. Also das mache auch ausschließlich ich. Meine Mitarbeiterinnen sagen immer, das ist Chefsache. Das ist mein Gesichtsausdruck und den haben alle Engel. Ja. Das ist der erste Schritt. Da geht es schon los, dass manchmal, wenn das Holz offenporig ist, ich zeichne das und es verläuft, dann kann ich es nicht mehr gebrauchen, dann kann ich es wegschmeißen. Also das ist das Erste. Dann bereiten wir vor, den Holzspan. Das sind jetzt solche
Ich zeige es mal hier. Ja. Das ist das Rohmaterial. Das wird geschnitten auf die Breite. Mhm. Dann wird es in Wasser gelegt, gebogen und geklebt, damit es die Haltung hat, die das Engelchen mit den Armen dann noch hat. Den ich brauche. Mhm. Ich habe ja so verschiedene Modelle, aber dass es der Arm wird. Das heißt, bis das trocknet, dauert es einfach auch ein paar Stunden, dass ich es weiterverarbeiten kann. Das sind so die ersten ganz wichtigen Steps. Beim Kopf kommt dann der nächste Schritt, dass die eine Frisur bekommen. Und da habe ich Kundenwünsche, die legen Wert auf die große punkige Frisur, also viel Frisur. Das heißt, da kommt der Aufhänger an den Kopf und die Frisur. Das ist so der nächste Step. Kleinen, feinen. Das sind die Daunen, das sind diese ganz feinen. Und die sind ganz toll, weil die, wenn es ein bisschen kühler oder feuchter draußen ist, dann werden die ganz grauschig. Ja, ganz grauschig, genau. Das ist der nächste Step. Und das, sage ich mal, ist so auch der allerwichtigste, weil da die meisten Kunden drauf schauen. Mhm. Wie guckt das Engelchen? Also wenn ich einen schiefen Mund, schiefe Augen habe, den brauche ich eigentlich gar nicht weiter verarbeiten. Mhm. Kann ich auf die Seite legen, da gucken ganz viele Kunden drauf, wie guckt er mich an? Schaut er mich freundlich an oder nicht? Und dann ist das Eigentliche, deswegen kann ich es nie sagen, ich zeige euch jetzt da mal Beispiel, das ist jetzt so eine gemischte Gänsefederkiste und da ist dann auch sowas mit dabei. Den ist zwar ganz hübsch, aber kann ich gar nicht brauchen. Ja. Die zum Beispiel ist auch sehr, sehr schön, kann ich aber jetzt für meine Engelchen auch nicht brauchen. Das heißt, ich brauche ein Gefühl dafür, kann ich auch nicht brauchen. Was kann ich zum Weiterarbeiten? Da wird es schon besser. Schon so ein bisschen gebogen. Das ist schon ein bisschen gebogen. Jetzt ist die allerdings kaputt. Also das heißt, auch die kommt weg. Und deswegen muss ich mich bei so einem Engelchen wirklich Stück für Stück da durchsuchen und sagen, die sieht jetzt ganz toll aus, aber die hat die Biegung noch nicht so schön, wie ich sie brauche. Also das heißt, das ist die meiste Arbeit von dem Engel. Und das kann manchmal, wenn man Glück hat und wirklich reinlangt und sowas hier erwischt, die ist perfekt. Ja. Also die ist wirklich, da freue ich mich drüber. Mhm. Die ist ganz perfekt. Wenn ich jetzt das Glück habe und ich lang jetzt, die ist auch gut. Wie viele brauchst du ungefähr für einen Engel? Für einen Engel Minimum 12, ja. Maximum 18. Okay. Ab 18 wird er dann auch zu schwer. Ja. Dann ist die Leichtigkeit nicht mehr da, die ich möchte. Also sieht zwar optisch dann noch okay aus, aber ich möchte ja auch, dass die jetzt nicht so plump. Und jede Feder braucht natürlich, ich muss die ja befestigen, braucht natürlich auch hier, das ist mein wichtigstes Werkzeug, braucht natürlich auch Kleber, um zu halten. Mhm. Und deswegen versuche ich es mit möglichst wenig Federn, diese Rundung hinzukriegen. Wenn du noch mal halten magst. Genau, das hinzukriegen. Ich sage, mit je weniger Federn ich brauche, um das hinzukriegen, desto duftiger und leichter ist das Engelchen zum Schluss. Jetzt ist das ja so der Standardengel. Es gibt aber ja auch noch Engel mit ganz vielen Accessoires. Wir sehen hinter uns unendlich viele Kisten und Boxen. Was gibt's denn da sonst noch so alles, was du hernimmst? Alles, fast alles, was das Herz begehrt. Ja. Da gibt's also, ich habe es immer gerne anlassbedingt. Mhm. Also ob es jetzt Muttertag ist, eine Rose, also ein Engelchen, das eine Rose in der Hand hat oder zum Valentinstag oder für Berufsgruppen habe ich oft so, oder dass jemand sagt, Mensch, meine Freundin ist krank, was könnte ich der schenken für eine gute Besserung, dass es da was mit Medizin gibt oder mit einem Stethoskop, also das praktisch versinnbildlicht gute Besserung. Ja. Und da habe ich unendlich Möglichkeiten und wie man da sieht, unendlich Material auch an vielen verschiedenen Herzchen, groß, klein, Blümchen, Sternen. Zu Weihnachten natürlich unendlich an Weihnachtsbäumen und Geschenkpäckchen. Also da sind der Fantasie immer keine Grenzen gesetzt. Und tatsächlich passiert es mir jedes Jahr, dass ich Kunden in München, gerade in München am Weihnachtsmarkt habe, die sagen, sie hätten einen Wunsch, weil sie was verschenken möchten. Mhm. Und ich dann sag, habe ich leider nicht, aber das ist für mich dann diese Inspiration, nachzudenken, wie könnte ich das gestalten? Wie könnte ich? Und das nächste Jahr habe ich es dann meistens mit dabei. Also das ist möglich und deswegen wird diese Familie immer größer. Jetzt ist ja so ein Engel ein sehr emotionales Thema. Also da geht es ja
immer um Anlässe, wie du schon gesagt hast. Gibt es da in der Zeit, in der du das jetzt schon machst, irgendwelche Geschichten von Kunden oder auch im Bekanntenkreis, irgendwelche Engel, die dich besonders berührt haben, die besonders in Erinnerung geblieben sind? Ja, da gibt es einen ganz, ganz besonderen Engel. Und zwar ist es der Engel, mit dem meine Tante begonnen hat vor 50 Jahren. Und es war ihr absolutes Highlight und der ist nach wie vor mein absoluter Lieblingsengel. Relativ aufwendig zu machen, aber das ist so was, was mich selber einfach berührt, weil es eben von der Tante ist und weil ich es nach 50 Jahren immer noch mache, ja. Dann erzähl uns doch gerne mal so von der Geschichte der Federengel. Wie hat das Ganze angefangen und wie bist du dann dazu gekommen? Ja, also wie gesagt, da schmücke ich mich nicht mit fremden Federn. Die Grundidee ja. ist von meiner Tante, die das vor 50 Jahren angefangen hat. Es sind ja mittlerweile schon. Und die hat aus Naturprodukten Engel hergestellt. Also alles, was man findet, Tannenzapfen, Federn in der Natur, eben den Holzspan in der Werkstatt. Und da ist diese Idee entstanden. Und sie hat es dann jahrelang gemacht, auch auf dem Münchner Christkindlmarkt schon. Und ich habe ihr angefangen zu helfen und habe da mit Liebe und Faszination einfach mitgearbeitet. Und irgendwann war sie zu alt und hat gesagt, sie hört auf. So. Und dann habe ich gesagt, das geht gar nicht. Das kann ich aufhören. Und ich habe das dann übernommen. Also ich habe mich dazu entschieden, meinen Job sein zu lassen und mich wirklich darauf zu konzentrieren, um diese Engel weiter zu verbreiten. Weil das für mich so das Schönste war, wirklich diese Leichtigkeit und dieses, diese Menschen zu verzaubern dort. Also diese Blicke, dieses Staunen und dieses Berühren, das hat mich so fasziniert, dass ich mir gesagt habe, das möchte ich gerne weitermachen. So, ja. Das war's mit den Heimatgeschichten aus Scheiern für heute. Wir freuen uns, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Bis dahin, ciao und Servus.